Herzlich willkommen zu unserem heutigen Web-Talk von Erwachsenenbildung.at. Mein Name ist Wilfried Frey, ich bin Geschäftsführer von Conedu und Redaktionsleiter des Portals Erwachsenenbildung.at, des Internetportals für Erwachsenenbildung in Österreich. Mit ein bisschen Wirkungsgrad auch darüber hinaus, wie wir auch sehen, hier gibt es auch Kolleginnen aus Deutschland, die hier mit dabei sind. Es freut uns, dass wir hier sozusagen für die Grenzen wirken können und in den Austausch kommen miteinander. Wir dürfen dieses Webinar heute anbieten, dank einer Förderung des Europäischen Sozialfonds und des Bildungsministeriums in Österreich. Und ich lade Sie heute ein zu einem sehr für uns eher ungewöhnlichen Webinar, denn sonst haben wir so die Praxis, dass wir oft bei diesen Web-Talks Expertinnen die Bühne bieten, die wir hier zu Wort kommen. Und heute gehen wir ein bisschen selbst auf die Bühne, oder wenn man so will, laden wir Sie ein, mit uns einen Blick hinter die Bühne sozusagen zu tun, in unserer Redaktion mit Erwachsenenbildung.at, wo wir jetzt seit Längerem uns beschäftigen mit einer ganz wichtigen Frage, nämlich wie gelingt es, Bildungsinformationen online barrierefrei zu gestalten? Das war auch die Ausschreibung, der Ausschreibungstitel unseres Webinars. Das ist ein Thema, mit dem wir uns seit über einem Jahr beschäftigen, zu dem wir arbeiten. Die Gesetzgebung der vergangenen Jahre hat ja sehr dazu beigetragen, dass dieses Thema sozusagen nochmal Rückenwind bekommen hat und in die Segel gepustet wurde, der Barrierefreiheit. Die Frage der Zugänglichkeit von Webseiten ist nochmals virulenter geworden und hat auch uns angetrieben, nochmal systematischer hinzuschauen und etwas zu tun, systematischer, als wir es davor schon getan haben, bei unseren Bemühungen um Barrierefreiheit. Wir haben da einen Weg im letzten Jahr, damit das mehr als letzten Jahr, beschritten, wo wir uns weitergebildet haben, wo wir eine Selbstevaluierung durchgeführt haben, wo wir versucht haben, das Portal langsam auch sukzessive barrierefrei zu gestalten, uns zu reflektieren, einen Lernprozess auch mit unserer Internetagentur, die Programmierung und Design macht, zu gehen. Und wir haben sehr viel dabei gelernt. Wir sind auch an Grenzen gestoßen. Wir haben auch versucht, unsere Grenzen wahrzunehmen und uns auch Grenzen im Sinne von Zielen zu geben auf diesem Weg. Denn eins ist klar, beim Thema Barrierefreiheit macht man viel auf, ja, auch bei der Webseitengestaltung. Und dieser Weg ist für uns noch lange nicht bewältigt. Es bleibt auch ein steter weiterer Weg und wir haben erst jüngst eine neue Phase gestartet, wo wir massiv an der Benutzbarkeit, am Design der Webseite arbeiten, wo es auch jetzt die Programmierer und die Designerinnen am Wort sind, wo viel zu tun ist. Und wenn Sie das jetzt von mir hören, dann heißt das auch, wir laden Sie ein bisschen sozusagen an unserem Weg teilzuhaben. Wir lassen uns in die Karten schauen, am Stand unseres Wissens, wo wir einfach sind, auch auf diesem Weg. Wir freuen uns, wenn das, was wir gelernt haben in diesem Jahr, für Sie irgendwie nützlich oder hilfreich ist, auch bei Ihren Überlegungen in Sachen Barrierefreiheit in der Bildungsinformation. Und wir freuen uns auch, wenn Sie Fragen dazu haben und wir ein bisschen in den Austausch kommen im Rahmen des heutigen Webinars. Dafür möchten wir auch ein bisschen Raum aufmachen. Stichwort Sie. Wir haben im Vorfeld nach der Anmeldung alle, die bis zu diesem Zeitpunkt angemeldet waren, bis zum Anmeldeschluss auch eingeladen, an unserer Vorabbehebung teilzunehmen. Wir sehen das ja so, Barrieren sind auch etwas, das man, mit dem man umgehen kann, wenn man sie kennt, wenn man sie wahrnimmt, wenn man sie sieht. Und da sind Fragen, Anliegen, genauso wie Wahrnehmungsbarrieren vielleicht ein Thema. Und da haben einige von Ihnen teilgenommen an dieser Vorabumfrage. Und wir haben da gesehen, es müssten heute viele da sein, die sich orientieren im Thema, würde ich sagen. Also auch Grundlagen vielleicht noch gar nicht so gut kennen. Die möchten wir Ihnen ein bisschen vertraut machen. Zum Beispiel die Web Content Accessibility Guidelines, die WCAG-Kriterien, die so ein Rahmen sind, mit dem wir arbeiten. Es haben auch nur ganz wenige gesagt, sie haben schon für eigene Webseiten sowas wie redaktionelle Standards, Kriterien formuliert. Wie arbeiten wir barrierefrei? Wie gestalten wir das? Da können wir Ihnen wirklich viel heute hoffentlich mitgeben, auch weil wir das schon gemacht haben und versuchen auch zu implementieren und sukzessive umzusetzen. Es gab ja einige, die ganz konkret gefragt haben, wie geht barrierefreies Webdesign, barrierefreie Bildungsinformation im Hinblick auf, wie schreibe ich Texte online, wie gestaltet man Links, welche Bilder verwendet man, wie kann man PDFs barrierefrei gestalten? Also ganz technische Fragen sozusagen, auch die uns da halt beschäftigen. Da haben wir auch einige Erfahrungen dazu gemacht und können wir sicher was sagen. Manche haben sich gewünscht, dass wir das Thema barrierefrei online lernen behandeln.
Das ist heute nicht unser Thema. Wir beschäftigen uns mit Bildungsinformation, nicht mit bildungsbarrierefreier Weiterbildung als solches. Ja, da bitte ich Sie um Verständnis. Das war nicht der Fokus auch unseres Projekts. Wenn Sie deswegen da sind und sozusagen da eine Neugierde haben dazu, ein Anliegen, dann möchte ich Sie sehr herzlich verweisen, zum Beispiel auf einen Artikel, den wir gar nicht lange erst gepostet haben. Ich stelle ihn in den Chat von einer unserer freien Mitarbeiterinnen, wo es um darum geht, wie man barrierefreie Online-Veranstaltungen live durchführen kann. Wir haben auch gefragt in unseren Vorabbehebungen, ist jemand unter Ihnen, die oder der eine besondere Unterstützung sich wünscht und braucht, um einfach gut an diesem Veranstaltungsformat teilnehmen zu können. Dazu gab es keine Rückmeldungen. Wir haben uns im Vorfeld zum Beispiel angesehen, wäre es möglich, dass wir Ihnen zusätzlich zu dem, was hier zu hören ist, unsere Sprechstimmen, auch eine Textalternative anbieten, nämlich eine Untertitelung, eine automatisierte. Da haben wir ein bisschen mit Zoom experimentiert. Vielleicht magst du Karin kurz berichten. Einfach gleich mal, um ein bisschen sozusagen inhaltlich was auch aufzuzeigen, wann wir da waren. Gerne. Also Zoom bietet ja eine automatische Form der Untertitelung an. Die existiert derzeit aber erst auf Englisch. Das bedeutet, wenn man jetzt auf Deutsch sprechen würde, würde das automatisch auf Englisch ausgegeben werden. Es gibt dann verschiedene Umgehungslösungen oder Alternativen dazu, zum Beispiel das Tool Web Captioner, das eben auch in diesem Beitrag, den Wilfried schon gepostet hat, verlinkt ist. Da funktioniert es dann auch auf Deutsch. Allerdings stößt das Tool auch ein bisschen an seine Grenzen, wenn es einen häufigen Sprecherinnenwechsel gibt. Was aber denkbar wäre, ist, dass man es zum Beispiel ausgabenseitig einsetzt. Also dass die Person, die sich eine Umwandlung der Sprache in Text wünscht, dieses Tool bei sich verwendet und eben so dann das umwandeln kann. Genau. Vielleicht magst du uns dann den Link auch in den Chat stellen, dann haben wir ihn gleich auch in Umlauf gebracht, wenn Sie damit experimentieren möchten. Wir haben festgestellt, wir sind noch nicht ganz zufrieden mit diesen Lösungen, die es gibt. Beispielsweise gelingt es einfacher, eine Person in einem Webinar gut auch zu untertiteln, aber mehrere Sprecherinnen wechselweise, das haben wir zum Beispiel noch nicht geschafft. Also da gibt es sicher noch Schritte, die zu gehen sind und Dinge, die auszuprobieren sind. Ja, das also haben Sie uns im Vorfeld wissen lassen über das, worum es hier gehen soll. Und das trifft sich sehr gut mit dem, was Sie uns vorgenommen haben. Wir haben viele, glaube ich, die sich dem Thema nähern. Wir haben auch einzelne Expertinnen hier im Publikum, habe ich gesehen, die also schon lange sich mit dem Thema beschäftigen. Da freue ich mich sehr, wenn wir da auch Input bekommen oder auch vielleicht Fragen, die aufgetaucht sind, auch unterstützend beantwortet werden. Es soll ja auch ein Austauschwebinar sein, ein Raum, wo wir einfach auch das miteinander was lernen können. Ja, unser Team heute, die schon früher da waren, haben schon ein bisschen mitbekommen, sozusagen, wer hier mit da ist. Neben mir Sabine Schleppleitner, hier auch neben mir zu sehen, jetzt für mich in der Ansicht, ist hier bei uns im Team diejenige, die sich seit 1,5 Jahren sozusagen darum kümmert, dass dieses Projekt Barrierefreiheit vorankommt, dass wir hier wirklich entwickeln und vorangehen. Die verantwortliche Redakteurin bei der Entwicklung und Implementierung des Themas Barrierefreiheit. Sabine, hallo, du bist ja auch die, die heute uns eine Präsentation geben wird und sozusagen ein bisschen so unsere interne Expertin ist heute für das Webinar. Magst du dich kurz? Ja, gut. Hallo. Hallo an alle. Genau, und ich freue mich, dass ich heute einen kurzen Input geben kann und ich freue mich auf ganz viel Erfahrungsaustausch, weil wie der Wilfried schon erwähnt hat, wir sind auf dem Weg zur Barrierefreiheit. Wir versuchen eben unser Portal bestmöglich aufzubereiten, sodass es möglichst viele User und Userinnen erreicht. Haben schon etliche Erfahrungen gemacht und geben die heute gerne weiter und sind da gespannt, was von Ihrer Seite vielleicht schon an Erfahrungen kommt. Und dann Fragen. Genau. Genau. Danke, Sabine. Bianca Friesenbicher, die Sie hier auch sehen, war auch im Team derer, die schon einige Maßnahmen umgesetzt haben auch. Du hast dich unter anderem mit dem Thema Sprache, leichter Lesen, Sprache und so weiter beschäftigt. Bianca, danke, dass du auch mit dabei bist heute. Ja, hallo. Freut mich auch sehr. Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt auf die Präsentation, auf die Fragen, die auftreten. Und ja, hoffe, wir können einfach auch ein bisschen was von dem, was wir da gelernt haben. Es waren doch einige Hürden und Stolpersteine bei der Umsetzung da, einige neue Fragen, die sich gestellt haben, sobald eine Frage beantwortet war. Also ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen was von dem, was wir da gelernt haben, weitergeben können.
Genau, danke. Bianca, du hast ja auch versprochen, du wirst dich um den Chat ein wenig kümmern, wenn dort Fragen sind. Wir werden gemeinsam draufschauen, dass wir das auch aufnehmen und beantworten. Und du bist sozusagen ein bisschen unsere Chat-Moderatorin auch heute. Ja, und Karin Kulmer haben Sie schon mehrfach jetzt gehört. Danke, Karin, du hast uns den Door-Opener sozusagen gemacht und auch hältst uns technisch ein bisschen den Rücken frei. Also wir sind staffmäßig super aufgestellt heute und das macht natürlich Spaß, auf diesem Weg ein Webinar durchzuführen. Noch kurz zwei Dinge, du hast es schon erwähnt, wir zeichnen das Webinar auf, das wird auch im Anschluss verfügbar sein. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung über dieses Webinar benötigen, bleiben Sie einfach mit dabei, nehmen Sie sich mit, was Sie mitnehmen können und geben Sie uns am Ende dann im Chat nochmal ein Zeichen, dass Sie sozusagen auch eine Bestätigung wünschen, dann schicken wir Ihnen aktiv eine zu. Ja? Genau, wie gehen wir heute vor? Wir haben versucht, das, was wir so im Vorfeld erhoben haben, an Erwartungen einmal eigentlich zu gießen in eine Präsentation, in einen Input, den wir Ihnen geben können und möchten einfach laufend zwischendurch einfach auch Fragen aufnehmen. Das heißt, wenn Sie ad hoc bei der Präsentation und bei den Ausführungen von Sabine oder auch vielleicht Frau Bianca sagen, das interessiert mich genauer, können Sie dazu mehr sagen, dass wir Dinge konkretisieren, ein bisschen mehr ausführen oder Fragen klären, dann geben Sie uns einfach ad hoc Bescheid, am besten gleich direkt im Chat. Den werden wir fleißig mitlesen und versuchen, das gleich aufzunehmen. Wenn es Fragen sind, wo wir sagen, dann gehen wir vielleicht auch mehr in eine Diskussion, einen Meinungsaustausch, heben wir sie ein bisschen vielleicht auf für später auch, in einer späteren Phase des Webinars, wo wir dann auch darauf zurückkommen können und vielleicht auch dort und da mal die Mikros freischalten können. Ja, das wäre dieses. Schauen wir mal, was so aufkommt. Wir haben schon begonnen in einer Weise, wo wir uns mit den abstrakten Ebenen, mit den konkreten wechselweise beschäftigt haben, mit Zielen, aber auch mit konkreten technologischen Fragen wie einer Untertitelung, einer automatischen. Gehen wir rein in Medias Res. Ja, Sabine, was hast du für uns vorbereitet an Grundlagen und Erfahrungen aus dem bisherigen Prozess in unserem Barrierefreiheitsprojekt, wo wir meinen, dass wir damit einen Auftakt machen können und damit wir nach den Kriterien der Barrierefreiheit arbeiten können? Ja, herzlichen Dank für die Einleitung, Wilfried, und für den guten Umriss und unsere Rahmenbedingungen, wo wir losgestartet sind, wie das Projekt eingebettet ist und war. Und ich nehme eine PowerPoint-Präsentation, die mich ein bisschen begleitet, um Ihnen den Prozess ein bisschen näher zu führen. Genau, jetzt werde ich den Bildschirm freigeben und hoffe, dass bereits bei Ihnen sichtbar ist. Ja, gut. Genau, come in, we are open. Das ist so unsere Botschaft, die wir heute auch ein bisschen mitgeben möchten. Zum einen, wir fordern unsere User und Userinnen auf, dass sie bei uns willkommen sind, und zwar jeder und jede. Und wir begrüßen auch Sie herzlich, dass Sie bei uns heute mitdiskutieren dürfen. Und wir lassen die sehr, sehr gerne die digitale Barrierefreiheit in unsere Redaktion herein. Genau, das wird das große Thema heute wird sein. Wir möchten Ihnen einfach unseren Prozess ein bisschen beschreiben, wie es uns dabei gegangen, die digitale Barrierefreiheit in unseren redaktionellen Alltag aufzunehmen. Welche Rahmenbedingungen haben uns da begleitet? Welche waren relevant? Was war total unkompliziert und einfach aufzunehmen? Aber welche Stolpersteine gab es dabei auch? Woran arbeiten wir noch? Und wo möchten wir uns gerne mit Ihnen austauschen? Es war bestimmt so, wir haben zu Beginn so begonnen, erwachsenenbildung.at ist einfach ein riesengroßes Portal. Und auf dieses Portal ist das Thema digitale Barrierefreiheit zugekommen. Also wir haben da auch dieses Symbol verwendet mit dem Schlüssel. Dieser Schlüssel, der einfach aufsperren soll oder aufmachen soll, hin zu unserer Website, zu den Informationen und Inhalten, die wir gerne präsentieren möchten. Thema, warum wir uns tatsächlich mit der digitalen Barrierefreiheit dann richtig dringlich beschäftigt haben, war auf jeden Fall auch das WZG, das Webzugänglichkeitsgesetz, das in Österreich nun seit dem September 2021, also 2020, eigentlich für alle öffentlichen Einrichtungen gültig ist. EBAD oder erwachsenenbildung.at ist eben eine Plattform,
deren Medieninhaber und Herausgeber das BMBWF, das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist. Und das bedeutet, wir müssen uns und wollen uns auch damit auseinandersetzen. Zu Beginn einmal, damit wir ein gemeinsames Bild haben, was wir unter digitalen Barrierefreiheit verstehen oder wie wir es kennengelernt haben, worum es geht. Das Thema ist, ich habe das von einem Experten zum Thema barrierefreien Internet einmal gehört, von Gerhard Nussbaum in einer Weiterbildung, und ich denke, das trifft es ganz gut. Er hat gesagt, alle können, Thema digitale Barrierefreiheit bedeutet, alle können problemlos surfen und die Seiten lesen. Die Informationen sind für alle zugänglich und wahrnehmbar und die Funktionen sind für alle zugänglich und bedienbar. Die Informationen sind verständlich, die Seiten funktionieren auf jedem Computer, sei es jetzt auf Smartphone, auf Tablet etc. und arbeiten mit jeder und jeder mit jeder Technologie zusammen. Also das ist so diese Grundlage oder dieses große Ziel, an dem wir auch arbeiten. Genau, also Online-Angebote prägen immer unseren Alltag und wir versuchen eben diese Digitalität, die jetzt in unserer Gesellschaft auch sich auch findet, möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Wenn wir jetzt überlegen, für wen ist digitale Barrierefreiheit, dann finden wir auf der nächsten Folie einen kurzen Überblick, damit ich Ihnen das nur mal ein bisschen bildlich darstellen kann. Wir haben da jetzt an die 100 Kreise, und wenn wir diese Kreise so anschauen, dann kann man sagen, wenn das die Bevölkerung darstellt, dann kann man sagen, für 10% der Bevölkerung oder unserer User und Userinnen ist einfach die digitale Barrierefreiheit unerlässlich. Das heißt, das sind Menschen, die beispielsweise Screenreader benutzen, die andere Behinderungen einfach haben oder die unterschiedlich beeinträchtigt sind. Also für die ist es einfach unerlässlich, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Für 30% ist es notwendig. Da geht es jetzt beispielsweise, wenn es darum geht, dass jemand motorisch eingeschränkt ist. Da geht es darum, wenn man sagt, die Texte sollen möglichst verständlich ausgespielt werden, weil es nicht Muttersprachler sind oder nicht Muttersprachlerinnen. Das kann es sein. Aber was das Wesentliche ist, und das ist das, was uns auch zusätzlich noch antreibt und warum digitale Barrierefreiheit so wichtig ist, das ist, für 100% ist sie hilfreich. Das heißt, man kann eben das digitale Thema, also dieses Thema digitale Barrierefreiheit, ein bisschen so sehen, da geht es jetzt nicht um eine Zielgruppe, derer ich unsere Website, unsere Informationen entsprechend aufbereite, sodass sie gut ankommen, sondern vielmehr geht es darum, dass sämtliche User und Userinnen es einfacher haben, unsere Inhalte zu konsumieren. Die Inhalte, die wir auf unserer Website erwachsenenbildung.at haben. Das heißt, für uns, wir haben für uns festgestellt, also digitale Barrierefreiheit, die bietet die Chance, durch inklusive digitale Informationsvermittlung Inhalte für möglichst alle interessierten Userinnen auffindbar und nutzbar zu machen. Es geht also viel stärker hin in diesen Gedanken des Universal Design, wenn ich das auch vielleicht einmal einbringen kann. Und wir haben auch gesehen, dass die digitale Barrierefreiheit einfach ganz viele Vorteile bringt. Da geht es jetzt zum einen, erwachsenenbildung.at dadurch gesetzeskonform, also wir versuchen es gesetzeskonform nach dem BZG anzupassen. Das ist das eine Thema. Aber viel wichtiger ist es für uns, durch die Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit geben wir Menschen mit Behinderungen beispielsweise die Möglichkeit, sich zu informieren und da selbstständig an dem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das ist auch ein großes Thema. Dann, wenn wir uns mit Webseiten oder dem Webaufbau beschäftigen, dann ist das Thema der Responsivität in den letzten Jahren natürlich ganz groß gewesen und bis zu einer gewissen Weise auch selbstverständlich schon, das mitzudenken. Und digitale Barrierefreiheit bedeutet auch 100%ige Responsivität, wodurch eben zum Beispiel unser Portal und damit die Userinnen hinsichtlich der Nutzung eben geräteunabhängig werden.
Und wenn wir vielleicht so dran denken, wie wir unsere Informationen konsumieren im Internet, dann ist es vermutlich nicht immer nur vor dem Desktop, sondern ganz oft auch am mobilen Gerät, also auf unserem Smartphone, das wir immer mit dabei haben. Umso wichtiger ist es auch, dorthin zu schauen. Also das ist auch eine weitere Zielgruppe, die natürlich hier auch in die Zielgruppe der digitalen Barrierefreiheit hineinfällt. Zwei wichtige Dinge sind es noch, warum man sich mit digitaler Barrierefreiheit eigentlich beschäftigen sollte oder muss. Das ist zum einen geht es darum, dass durch die digitale Barrierefreiheit wird einfach eine intuitive Nutzung von Websites hin zur User Experience einfach verbessert. Das heißt, es bringt einen Mehrwert für sämtliche Userinnen und User und so ein großes Thema, warum, wie man es auch gut argumentieren kann, digitale Barrierefreiheit bedeutet auch, dass wir einen zusätzlichen Nutzer oder Nutzerin auch gut bedienen können, und zwar sind es die Suchmaschinen. Also das heißt, es geht hin zur SEO-Optimierung. Und das ist ein Thema, mit dem wir vielleicht Webseiten betreiben und betreuen, sicher ein großes ist. Genau. Das sind ja also zahlreiche Vorteile, die du uns da nennst, die man haben kann, wenn man versucht, barrierefreieres Webdesign, barrierefreie Webgestaltung zu betreiben. Wir wissen ja auch sozusagen beim Thema barrierefrei, ist immer die Frage, was sind die Barrieren, um die es handelt, ja, um die es handelt. Wenn es um ein Medium geht, dann hat man natürlich inhaltliche Barrieren, man hat welche in der Modalität der Ausgestaltung, in der Sprachgestaltung, ja. Kurz zwei Dinge, die mir hängen geblieben sind, jetzt auch bei deinem Input sozusagen zu den Vorteilen hier war, das WZG, wir haben gesehen, wir haben auch Kolleginnen aus Deutschland hier mit dabei, das ist ein Kürzel für das Webzugänglichkeitsgesetz, also ein Gesetz, das in Österreich seit ein paar Jahren in Kraft ist und im Wesentlichen auch der dazugehörigen EU-Richtlinie auch beruht. Danke, sehr schon, Karin, du hast schon den Link gleich zur Hand dazu, wo man es auch nachlesen kann. Und das auch hier definiert zum Beispiel, dass eben Webseiten vor allem der öffentlichen Hand auch eben zugänglich gestaltet sein sollen und gewisse Kriterien erfüllen. Und in diesem Sinne arbeiten wir hier auch, ja, genau. Also Sprache und Barrieren sind auch ein Thema. Wir sind ja ein bisschen unter uns und erlauben uns ein bisschen mehr Jargon. Aber für die deutschen Kolleginnen wollte ich das gerne nochmal vielleicht aufgreifen, was da auch dahinter steckt. Gut, ja, ich sehe schon, Sabine, du bist schon am Weg überzuleiten, konkreter zu werden, womit wir uns im letzten Jahr beschäftigt haben. Und da bin ich gespannt, was du uns jetzt so da mal auf den Weg gibst. Ich möchte an dieser Stelle nochmal einladen, gerne im Chat Fragen zu posten, Anmerkungen zu machen, dann greifen wir das auch gerne auf, wenn Sie da was beschäftigt. Zum Beispiel, wenn Sie den Jargon nicht verstehen, den wir vielleicht nochmal nutzen. Okay, vielen Dank, Sabine. Ja, danke schön für die Ergänzung. Genau, im nächsten Schritt möchte ich Sie eben mitnehmen, ein bisschen auf unserem Weg oder auf unserem Prozess zum Thema der digitalen Barrierefreiheit, und zwar ganz konkret beim Beispiel Erwachsenenbildung.at. Vielleicht für alle, die das Portal noch nicht so gut kennen, worum geht es hier? Sehen Sie auf der Folie einen Screenshot von unserer Indexseite, von unserer Startseite des Portals. Erwachsenenbildung.at ist eben das Portal zur Erwachsenenbildung in Österreich, unterstützt und also herausgegeben, Medieninhaber ist das BMBWF, das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, das uns da unterstützt. Und wir als Conedo sind die Redaktion und machen eigentlich seit 2005, das sind jetzt schon 17 Jahre, seit dem ersten Live-Gen betreuen wir eben diese Website als Redaktion und sind für die Aufbereitung sämtlicher Inhalte zuständig. Das heißt, da gibt es Inhalte für Fachpublikum, was jetzt das Magazin angeht, aber wir streuen unsere Zielgruppe sehr breit. Das heißt, Fachpublikum im Magazin, beispielsweise Bildungsinformation für eine sehr breite Öffentlichkeit. Die Bildungsinformation, die uns heute auch später noch ein bisschen näher beschäftigen wird. Dieses Portal. Vielleicht eine kurze Frage an das Publikum, wenn Sie sich das so anschauen. Vielleicht wollen Sie uns im Chat einmal wissen lassen, was Sie meinen, welche Informationen werden bei uns am meisten gesucht, wenn Sie jetzt an Bildungsinteressierte denken. Ja? Machen wir mal ein kleines sozusagen Rätselraten.
Genau, die Bianca sendet schon einen Link auch zur Rubrik Bildungsinfo. Frau Lendl meint Kursförderung, Frau Weber meint Kursförderung, Frau Linter meint Kursförderung. Wow, da haben wir sehr viele Insider. Andere Einschätzungen, Kursförderung, Fördermöglichkeiten. Genau. Ich habe gerade kein passendes Tortendiagramm zur Hand, aber Bianca, vielleicht kannst du das beantworten. Unser Publikum ist sehr gut in seiner Einschätzung. Absolut. Ja. Allerdings, genau, das war interessanterweise auch die Informationen zur Berufsreifeprüfung und zur Studienberechtigungsprüfung. Also Förderinformationen und Informationen zum sogenannten zweiten Bildungsweg. Das waren so immer oder jahrelang eigentlich die am häufigst aufgerufenen Seiten, wenn man die Webstatistik ansieht. Zwar fürs gesamte Portal. Genau. Danke. Ich würde Sie jetzt eben gern mitnehmen, Ihnen zu zeigen, wie wir versucht haben, diesen Prozess zu starten und wie wir diesen Weg gegangen sind, hin dieses Portal, das eigentlich schon seit 17 Jahren besteht, das seitdem kontinuierlich mit Inhalten befüllt wird, das, wenn man es als Haus betrachten möchte, wenn man jetzt an Barrierefreiheit denkt, passt dieses Bild manchmal ganz gut, dass es eben von zahlreichen Um- und Zubauten natürlich betroffen war. Und dass es da ganz viel Content und Inhalte gegeben hat. Wie schafft man das oder wie versucht man das eben digital barrierefrei zu gestalten? Wir haben daraufhin uns mit einem Implementierungsprozess auseinandergesetzt. Das heißt, diese zentralen Fragen waren für uns zu Beginn einmal, wo stehen wir? Die zweite Frage, was wollen wir erreichen? Dritte Frage, was tun wir für die digitale Barrierefreiheit? Und zum Abschluss, die dieses Prozess abrundet oder auch wieder neu startet oder implementiert, das ist eben digitale Barrierefreiheit, ist redaktioneller Anspruch, was dann hinführt zum Standardisieren und zu einem Evaluieren. Dann möchte ich vielleicht gleich auf den ersten Punkt ein bisschen genauer eingehen, und zwar, wo stehen wir? Es ist so, dass es im Rahmen von diesem WZG, vom Webzugänglichkeitsgesetz, ist auch verankert, dass öffentliche Websites dahingehend sich auch bewerten müssen oder eine Selbstbewertung durchführen müssen, die dann hinführt zu einer Barrierefreiheitserklärung, die auf der Seite veröffentlicht werden soll. Das heißt, wir haben uns einmal angeschaut, wir brauchen eine Selbstbewertung. Dann haben wir geschaut, okay, warum geht es eigentlich? Wie können wir unsere Seite jetzt hinsichtlich der digitalen Barrierefreiheit bewerten? Wie finden wir heraus, wo wir stehen und wo es hakt? Dazu ist eigentlich das WZG oder Webzugänglichkeitsgesetz sehr hilfreich. Dort werden nämlich die WCAG-Kriterien, die WCAG-Erfolgskriterien, die der Wilfried ganz am Anfang schon erwähnt hat, die heißen Web Content Accessibility Guidelines, die sind dabei sehr hilfreich. Also das sind Erfolgskriterien, die vier Prinzipien folgen, die sagen eben, eine Website muss wahrnehmbar, bedienbar, verständlich, robust sein. Es gibt 13 Richtlinien dazu. Aktuell gibt es das WCAG 2.1, an dem man sich orientieren soll oder muss. Und sie betreffen jetzt nicht nur die Inhalte einer Website, sondern sie betreffen auch Technik und Design. Also Technik, Design und Content. Sie werden gegliedert in drei unterschiedliche Stufen, die auch relevant sind, also Stufe 1a, das ist höchst prioritär, das heißt, da muss man etwas machen auf der Website, damit das gut erfüllbar sein, ist. Wir haben Doppel-A und wir haben Triple-A. Im WZG ist eben das Erreichen von A und Doppel-A relevant. Das beinhaltet, wenn wir diese zwei Stufen einhalten möchten, insgesamt 51 Erfolgskriterien, die formuliert wurden. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass seit 12. Februar 2022 wurden diese WCAG-Kriterien noch ergänzt im WZG durch Additional Criteria, die sich aber ganz oft mit den WCAG-Kriterien überschneiden. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich das erwähnen. Prinzipiell
sind diese WCAG-Kriterien ganz was Wesentliches, um sich einfach einmal zu orientieren, wo stehen wir und wo wollen wir hin. Genau, also wenn Sie jetzt nach den Ausführungen von Sabine Schnepfleitner das Gefühl haben, puh, das klingt nach einem großen Katalog an Anforderungen, den man erfüllen muss, dann empfinden Sie genau das, was uns am Anfang auch sozusagen ein Gefühl entgegengeschlagen ist. Da hat man ganz schön zu tun, ja. Aber wenn man es sich konkreter anschaut, dann wird es sozusagen greifbar, auch worum es hier geht und wo man hier vielleicht auch Handlungsbedarfe hat. Ich weiß schon sozusagen, dass Sabine jetzt noch ein bisschen mehr sagen wird, was steht da drin in diesen Kriterien. Und ich möchte Sie schon einladen, denken Sie für sich ein bisschen mit. Also wenn Sie sozusagen auch überlegen, ich mache selber Barrierefreiheitsmaßnahmen auf meiner Webseite, auf unseren Webseiten, was auch immer, im eigenen Anwendungszusammenhang, versuchen Sie ein bisschen mitzuschwingen sozusagen, wo ist vielleicht was zu tun. Und wir werden das dann ein bisschen sammeln und auch schauen, ob sich daraus Fragen ergeben, die wir ein bisschen besprechen können. Aber schauen wir mal an sozusagen, welche Kriterien das auch betrifft. Ja, es ist eben so, wir haben gewusst, wir brauchen eine Selbstbewertung, wir müssen uns das genau anschauen, wir müssen uns durch alle Erfolgskriterien durchackern und schauen, was zu tun ist, um einfach zu sehen, wo wir stehen. Vielleicht das nochmal zu beschreiben, worum geht es jetzt nur in diesen Kriterien, dass man es ein bisschen besser fassen kann. Das ist eben dieser Content-Bereich, womit sich eben Webredakteurinnen und Webredakteure auseinandersetzen, wo wir einen guten Einfluss haben in unserer täglichen redaktionellen Arbeit. Das ist Textgestaltung, das sind Grafiken, das sind Bilder, das sind Videos. Das ist das, wo wir auch relativ viel Arbeit hineingesteckt haben in den letzten Monaten und wo wir als Redaktion auch gut arbeiten können, um das zu verbessern. Dann der zweite Bereich, das ist so dieser Designbereich. Es vermischt sich natürlich alles ein bisschen, aber eben der Designbereich, wo es beispielsweise um Farbkontraste geht, dass diese entsprechend dargestellt werden auf der Website, dass das auch gut leserlich ist. Sei es jetzt für Menschen, die vielleicht Probleme mit Grün-Rot haben, aber es ist für Menschen oft schwierig zu erkennen, die andere Einschränkungen haben, jetzt sind Seheinschränkungen. Dann geht es dabei auch ums Responsive Web und beispielsweise auch um Navigationselemente gut erkennbar zu haben. Also responsive bedeutet auch eben, dass die Webseite nicht nur auf dem Computer, sondern auch auf dem Handy, mobil, auf dem Tablet gut anzeigbar ist. Und genau. Genau, ja. Mhm. Und ein anderes Thema ist auch Technik. Da geht es jetzt darum, dass die Website oder die Inhalte entsprechend skalierbar sind, dass dadurch bedienbar sind, dass es Eingabehilfen gibt, dass es mit einem Screenreader genauso die Website lesen kann oder wahrnehmen kann. Wie man da schon sieht, also wie gesagt, es gibt einen großen Bereich, das ist der Content-Bereich, wo wir als Redaktion tätig werden können und mit dem wir uns täglich beschäftigen. Und dann sind zwei ganz große Bereiche, das ist Technik und Design, wo wir sagen müssen, okay, da brauchen wir jetzt unsere Webagentur und mit der haben wir auch ganz intensiv zusammenarbeiten müssen. Oder haben wir ganz intensiv zusammengearbeitet und sind jetzt gerade dabei, dass wir diesen Prozess eigentlich gemeinsam gehen. Also da wird jetzt in den nächsten Monaten sehr viel passieren. Zuerst hinter den Kulissen sozusagen das alles aufzubereiten, zu schauen, wie wir eben unsere Content-Elemente aus den letzten Jahren, die sich angehäuft haben, wieder ein bisschen verschlanken können, wie wir unsere Website und unser Portal hinsichtlich Design und Technik hin zu einer digitalen, barrierefreien, zugänglichen Website gestalten können. Da haben wir eine Frage im Chat, Sabine. Was ist ein Screenreader? Ein Screenreader, ja. Das ist ein Hilfsmittel und zwar für Menschen, für blinde Menschen. Und zwar wird mit einem Screenreader die Webseite vorgelesen. Genau, und es gibt da man kann das auch testen, selbstverständlich. Also es gibt eine freie Version, das ist der NVDA Screenreader. Also wenn Sie das einmal testen möchten, selber können Sie sich das installieren, kostenlos. Ist auch sehr hilfreich, wobei ich ja gemerkt habe, ich selber, wenn ich das installiert habe, bekomme zwar ein gewisses Bewusstsein,
Okay, so wird das also vorgelesen, wenn ich den Desktop nicht sehe. Das ist das eine. Trotzdem habe ich gemerkt, dass es immer so ist, dass ich eben auf meinem Bildschirm sehen kann und oder meine Website auch erkenne und das auch alles relativ gut einordnen kann. Also man kann sagen, das, was man hört, und wenn man sich denkt, okay, das hört sich ganz gut an, lässt man vielleicht nochmal jemanden drüber schauen über die Website, der tatsächlich einen Screenreader nutzt. Genau. Aber einfach, um ein Gefühl zu bekommen, denke ich mal, ist es schon mal sehr positiv. Und NVDA ist eben dadurch, dass es kostenlos ist, sicher ein guter Tipp. Genau, danke. Mhm. Sie sehen, es gibt es gibt ein paar solche Assistenztechnologien, an die man einfach denken muss, auch beim barrierefreien Design, die jemand nutzt, zum Beispiel immer Vorlesetechnologie, die aus Text einfach Sprache macht und mir das sozusagen zugänglich macht, ohne dass ich vielleicht jemand habe, der mir vorliest und passt gewisse Kriterien, nach denen dann auch eine Webseite gestaltet ist, damit es auch reibungslos funktioniert. Sabine, darf man schon überleiten zur Zwischenfrage? Ja, okay. Gerne. Gibt's hier, bevor die Satzung jetzt kam, hier diese Bereiche, die Sabine vorgestellt hat für die WCAG-Kriterien, worum es da so geht, Sie gefragt, überlegen Sie mal ein bisschen im Hintergrund mit, wie Sie das betreffen könnte. Ja? Und ich stelle hier noch einmal die Kriterien in den Chat, jetzt war es durch die Zwischenfrage ein bisschen zerrissen, Content, Design und Technik, und lade Sie ein, jetzt mal zu überlegen, so ad hoc, was, wenn Sie sich die Checklist hier sozusagen ansehen und eine eigene Website, eine eigene Datenbank oder Ähnliches denken, was fällt Ihnen da auf? Beschäftigt Sie da etwas? Erkennen Sie einen Handlungsbedarf, wo Sie sagen, ja, da müssten wir wahrscheinlich was tun? Sammeln wir das einmal, um ein bisschen auf Fragen auch eingehen zu können. Und ich lade Sie ein, das zu tun in folgender Form, nämlich auf einem Answer Garden, also einer kleinen Fläche, die wir hier im Internet für Sie aufgemacht haben. Ich versuche gerade noch den Link rauszukopieren. Dankeschön, Karin, du warst schneller. Klicken Sie einfach auf diesen Link und da können Sie eintragen, was Ihnen dazu einfällt. Falls Sie nochmal die Kriterien vor sich brauchen, scrollen Sie einfach im Chat ein bisschen nach oben, dann haben Sie es nochmal vor sich. Denn wir werden die Bildschirmanzeige jetzt dann kurz verändern, um auch die Ergebnisse sichtbar zu machen. Dann schauen wir mal, was da kommt. Was beschäftigt Sie da? Was taucht da auf? Nehmen wir uns mal eine Minute, um da zusammen zu schauen, was da so kommt. Fast die gesamte Website. Das kann man ad hoc beantworten, ja, irgendwie betrifft es alles. Aber mit einer gewissen Systematik. Leichte Sprache ist nicht verfügbar. Mhm. Texte unkomplizierter formulieren, verständliche Sprache finden sozusagen. Ja. Zu viel Text auf der Webseite, Alternativtexte für Bilder. Wie ist das Problem mit zu viel Text auf der Webseite? Das haben wir radikal bei einem Fachportal. Das stellt sich oft. Was haben wir? Alternativtexte kommen hier zweimal. Wie wir andere für die Notwendigkeit gewinnen. Mhm. Partner ins Boot holen, Financiers ins Boot holen, wahrscheinlich ein Thema. Kostenintensiv, ja. Keine Bildbeschreibungen. Die Evidenz, wie gut, das ist jetzt gehüpft, wie gut unsere Seite ist, fehlt. Okay, das auch messen und nachvollziehen zu können. Ja. So, machen wir noch 5 Sekunden, dann stoppe ich es mal, was da so kommt. Oder 10 Sekunden, wenn ich denke. Die Pfade sind schwer erkennbar, verstehe ich einmal als sozusagen, wie navigiert man sich wohin, was hängt wie zusammen, vielleicht könnte ich da rauslesen. Eine geeignete Webagentur zu finden, ja, aufgekommen. Gut, so, dann danke ich mal für die Antworten, wir machen hier mal einen kurzen Stopp. Das heißt, bitte keine weiteren Eingaben, die werden jetzt nicht mehr übernommen in unsere Anzeige. Haben wir jetzt eine ganze Reihe von Aspekten,
Sabine, wenn du so drauf schaust, ist da etwas, da sind einige Dinge, die kommen, glaube ich, noch in deiner weiteren Absolut. Präsentation. Ja, genau. Texte, Bilder. Genau, keine Bildbeschreibung. Also Alttexte kommen zweimal, sind zweimal die leichte Sprache. Damit haben wir uns auch auseinandergesetzt. Das Thema kostenintensiv können wir sicher auch nochmal diskutieren. Manche Dinge, ja. Manche Dinge, denke ich mal, nein. Also kann man ganz leicht umsetzen. Also es gibt sehr viele redaktionelle Möglichkeiten, wo man total gut Dinge umsetzen kann. Man muss nur in den Alltag aufnehmen. Genau. Also die Videos werden wir noch thematisieren. Bleiben wir kurz beim Thema Kosten. Kostenintensiv, Ressourcen. Bisschen vielleicht auch dieser Aspekt, wie gewinnen wir andere für die Notwendigkeit? Da geht es ein Stück weit vielleicht um sowas wie Verstehen der Notwendigkeit, der Sinnhaftigkeit, der Wirkung, aber natürlich vielleicht auch um die Frage, wer unterstützt so eine Umsetzung? Ja. Sie haben schon vielleicht eingangs bemerkt, dass ich gesagt habe, Sabine Schnepfleiten ist bei uns die sich um diese Dinge kümmert. Ja, wegen die betrifft es alle arbeiten mit. Natürlich verursacht es Kosten. Das wäre eine Illusion, sich dem hinzugeben, dass man da keine Kosten hat. Die Frage ist immer so, wo steht man? Ja, wir arbeiten an einem sehr alten Portal, wo wir viel Überarbeitungsbedarfe haben. Wenn ich etwas neu erfinde, dann kann ich natürlich all diese Überlegungen von Anfang an mit einfließen lassen. Ja, eine Kollegin von uns im Team ist auch mit im Teilnehmerinnenkreis jetzt hier gar nicht sichtbar. Die kennt sich auch sehr gut aus beim Thema Barrierefreiheit. Birgit Aschemann aus unserem Team, die arbeitet auch an einem anderen Portal, wo von Anfang an sozusagen das mit berücksichtigt werden konnte. Und da ist vielleicht die Frage eine andere, weil man nicht so mit so einer Selbstevaluation, die wir so groß hier auch gestartet haben, um zu sehen, wo stehen wir, auch beginnen mussten und sozusagen diese Selbstreflexion, die Selbstkritik in den Vordergrund stellen mussten. Was ich auch sagen möchte, ist, wir haben jetzt sozusagen ein neues Projekt gestartet, wo wir uns zusätzliche Fördermittel auch angesucht haben, um zum Beispiel das ganze Redesign der Plattform und Programmierungen, die zu ändern sind, auch zu finanzieren. Das können wir nicht rein als Redaktion stemmen. Da ist etwas zu tun, wo die Agentur auch mit dran muss. Und das bringt durchaus einige Kosten mit sich. Also da geben wir uns keine Illusion hin. Aber eben, wie gesagt, wir fangen nicht von vorne an, sondern wir sind am Umgestalten und Optimieren. Daher spielt das eine Rolle. Genau. Ja, die Frage der Pfade nehme ich vielleicht nochmal kurz auf. Auch Sabine, das ist, glaube ich, so in deinen weiteren Ausführungen jetzt nicht so eindeutig mit drin, das Thema, oder? Nein, genau. Was willst du dazu meinen? Die Pfade schwer erkennbar, das ist sicher etwa, da geht es wahrscheinlich auch um die Breadcrumbs und wie diese dargestellt werden, denke ich mal. Also das ist eine Hypothese. Das ist sicher ein Thema einfach, wo man mit der Webagentur gut zusammenarbeiten soll. Wenn das schon erkenntlich ist, denke ich mal, ist schon viel gemacht und das sollte durchaus umsetzbar sein. Also es ist ja aus unterschiedlichsten Gründen, gerade die Pfade erkennbar machen, den Nutzer oder der Nutzerin zu zeigen, wo sie sich gerade auf dem Portal oder auf der Website befinden, ist einfach total wichtig, um sich zu orientieren. Wir kennen ja unsere Webseiten oft sehr gut. Da ist es oft nicht so schwierig, die Dinge einzuordnen. Aber wenn man sich denkt, eine Userin kommt vielleicht das erste Mal auf die Website, sich dort zurechtzufinden, ist dann nochmal eine andere Herausforderung. Das ist natürlich sicher etwas Schwieriges. Es wird bei uns aktuell umgesetzt, kann aber auch, genau. Also das ist, wir haben Breadcrumbs, aber auch diese Navigation, das ist etwas, an dem wir arbeiten und die wir auf jeden Fall auch verbessern wollen oder müssen. Genau. Wir kommen da immer wieder drauf. Also wir haben eine sehr umfangreiche Webseite mit vielen Inhalten in unterschiedlichem Format, in unterschiedlichen Rubriken, die auch immer wieder unterschiedlich gestaltet sind. Das ist natürlich auch im Sinne von Barrierefreiheit gar nicht so einfach, wenn man jetzt schon wechselt von einem Inhalt oder von einer Rubrik in die andere und Dinge schauen plötzlich auch anders aus. Ja, da sind wir zum Beispiel auch dabei, Dinge zu vereinheitlichen und uns anzuschauen, wie kann uns das gelingen. Oder möglichst sozusagen ein einheitlicheres Bild zu gestalten. Es ist nicht alles über einen Kamm scherbar, keinesfalls. Aber was wir manchmal merken im Denken ist, dass wenn man eine komplexe Seite hat mit vielen Inhalten, dann denkt man das oft sehr hierarchisch. Also wo sind die Untergliederungen, wie gehen die auf? Und
Manchmal landet man in vierter, fünfter Untergliederungsebene. Und wenn jetzt ein User zum Beispiel oder eine Userin über eine Google-Suche dort landet, irgendwo in der vierten Unterebene, dann ist es wichtig, dass es auch so dargestellt ist, dass ich weiß, wo bin ich hier eigentlich? Ja? Ist das, muss ich den Kontext hier auch wahrnehmen oder reicht die Information, die ich da gerade habe? Und insofern ist es auch durchaus auch im Denken, in der Textgestaltung eine Frage, wie wir da einfach auch was beschreiben, weil wir haben sozusagen die Struktur sehr klar intus und die Userin vielleicht nicht. Ja? Mhm. Genau. Gut. Eine Frage, die ich noch rausgreifen möchte, ist die Evidenz, wie gut die Seite ist. Ja? Sabine, was würdest du dazu sagen? Ja, also da kommen wir eigentlich jetzt zu unserem nächsten Punkt oder schauen wir uns einfach diese Selbstbewertung nochmal genauer an. Genau durch so eine Selbstbewertung oder durch eine Bewertung auch von außen, es gibt auch genügend Agenturen, die das durchführen, kann man eigentlich einmal schauen, wo man steht. Kann man mal sehen, also da ist es eben, diese WCAG-Kriterien sind auch sehr hilfreich, weil man einfach mal schwarz auf weiß sieht, wo fehlt es, wo hapert es, wo müssen wir noch dran schrauben und was können wir eigentlich vielleicht schon ganz gut oder was gelingt uns schon. Ja. Genau. Sabine, wir haben ja gescherzt im Vorfeld, gell? Mhm. Was Sie wohl meinen würden, wie viele Treffer wir gelandet haben bei unserer Selbsteinschätzung. Magst du die Frage stellen, Sabine? Ja. Also vielleicht schicke ich noch einmal voraus, ich gebe noch mal mein Bildschirm frei. Mhm. So. Genau, also ich klicke vielleicht schon auf die nächste Folie. Und zwar, wir haben eine Selbstbewertung durchgeführt. Das war zum einen haben wir uns eine Checklist erstellt für die inhaltlichen Themen, also für Content, alles, was die Redaktion angeht, und haben individuell von sämtlichen Redakteurinnen eben so einen Selbstcheck durchführen lassen. Und zum anderen hat es die Webagentur gemacht. Also alles, was um jetzt Design und Technik geht, da ist einfach die Webagentur jene, die uns dabei unterstützen kann. Genau, also wir haben 51 Kriterien gehabt, die wir versucht haben oder wo wir gehofft haben, die möchten wir gerne erfüllen. Von den 51 Erfolgskriterien, wie viele meinen Sie, dass wir zufriedenstellend oder beziehungsweise voll erfüllt haben? Vielleicht einfach in den Chat. Die Karten schauen. Genau, vielleicht einfach in den Chat posten. 40%. Na, das wären so von was 51, also 52 sind es, gell? 51. 51, sind's. Okay, mhm. Gut. Wären wir so bei 40%, wären dann so ein bisschen über 20, ja, 21, 10. Also so von Hälfte oder weniger sehe ich so bei den Antworten, würde ich sagen, ja. Wo wir Handlungsbedarfe gesehen hatten, ja, oder wir erfüllt haben, gell, sowas umgekehrt. Mhm. Aber wir Handlungsbedarfe haben jetzt, das habe ich auch so durcheinander bekommen, gell? Also wie viele, dass wir erfüllt haben, vollständig. Vollständig, also, okay. Zufriedenstellend, okay, gut, genau. Danke. Jetzt will ich unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch zusätzlich. Okay, ja, es geht so von 10 bis 27, habe ich, glaube ich, gesehen in den Antworten. Also sprich ein Fünftel bis die Hälfte. Sabine, was sind wir gelandet nach unserer monatelangen Selbstevaluierung? Wir sind bei 19 Erfolgskriterien gelandet, wo wir sagen können, okay, abgehakt. Die haben wir gut erfüllt. Da brauchen wir auch jetzt nicht mehr großartig nachschrauben. Aber das sind natürlich nur 32 Erfolgskriterien für A und Doppel-A, die wir auf den Weg mitnehmen und wo wir uns Lösungswege eben überlegen. Sei es jetzt von Seiten der Redaktion, aber vor allem geht es da um Technik und Design. Also diese ganz großen Themen, wo wir wirklich viel machen müssen. Ich meine, das war nachher schon ein besonderes Aha-Erlebnis. Darum finde ich das WCG, beziehungsweise auch diese Richtlinien, die Erfolgskriterien, die hier kommuniziert werden oder als Rahmen gegeben werden, schon sehr hilfreich, weil man erkennt dann, welche groben Mängel es tatsächlich gibt.
Und das schwarz auf weiß, also mit der Barrierefreiheitserklärung, die dann das Ergebnis ist aus diesem Selbstcheck oder aus dieser Selbstbewertung, zeigt man dann auch ganz konkret, wo es noch Handlungsbedarfe gibt. Genau. Genau. Also wenn Sie sich fragen, warum haben wir jetzt dieses Rätsel mit Ihnen gespielt, dann weil wir einfach zeigen wollten, es geht uns nicht darum, hier zu glänzen und sagen, wir hatten das schon alles, sondern so geht es einem halt. Wenn man da sehr kritisch hinschaut, dann findet man viel, wo was zu tun ist. Zwei Dinge sind dabei wichtig. Zum einen möchte ich nochmal anknüpfen bei der Ansagenerhebung, die wir vorher durchgeführt haben. Da war die Frage nach der Evidenz, da war die Frage nach den Partnern sozusagen und wie man die Notwendigkeit motiviert. Für uns war natürlich diese Selbstevaluierung nach diesen Kriterien, hat uns sehr starke Argumente in die Hand gegeben, um zu sagen, da haben wir einen Handlungsbedarf und wir brauchen auch Unterstützung dafür. Wir bieten zum Beispiel eine Förderung, eine öffentliche, um das auch umsetzen zu können. Ja? Das heißt, da hat man sozusagen einen recht objektivierten Status dann, der natürlich auch das vor Augen führt, worum es hier geht. Ja? Und wenn man sagt, wir hatten 19 und von 51, dann sieht man schon, okay, da ist wirklich viel zu tun. Ja? Und es gibt auch Argumente in die Hand bei den zuständigen Stellen oder Entscheidungsträgern, wie auch immer, Entscheidungsträgerinnen, um Unterstützung und um Support auch zum Beispiel anzufragen. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Wir hatten vorher noch, bevor diese Runde losging, eine Frage im Chat, die ist dann ein bisschen, weil wir gerade mit der Umfrage begonnen haben, nach hinten gerutscht. Isabel Lowitzki hatte formuliert, was sind das für Agenturen, von denen da die Rede ist? Sabine, magst du dich mal dazu äußern? Ja, genau. Also wir als Online-Portal, wir arbeiten zusammen mit einer Webagentur, die eben für die ganze Software, für alles, was dahinter liegt, damit diese Website überhaupt läuft, zuständig ist. Und mit denen haben wir uns gut abstimmen müssen. Also das sind diese Webagenturen. Ist das, was gemeint gewesen ist? Es gibt natürlich auch, beziehungsweise haben wir auch von Agenturen geredet, es gibt auch unterschiedliche Institutionen, die beispielsweise auch digitale Barrierefreiheit überprüfen, also extern überprüfen. Diese Agenturen gibt es auch. Ja. Also genau, es gibt sozusagen wirklich, es gibt Menschen, die hohe Expertise in dem haben. Mhm. Und wenn Sie Interesse haben, möchte ich ja gezielt keine Werbung machen für einzelne Agenturen und Partner, die wir auch schon hatten, mit denen wir gearbeitet haben. Wenn das aus dem Publikum kommt, sehr gerne. Ja, Capita zum Beispiel ist ein Partner, der beim Formulieren von Leichtlesetexten ein sehr kompetenter Partner ist. Ja. Es gibt auch Agenturen, die gezielt dieses Barrierefrei-Webseiten-Design sozusagen betreuen, wo man das, was wir als Selbstbewertung durchgeführt haben, wirklich auch gutachterlich machen lassen kann und sozusagen einen sehr fundierten Bericht bekommt, den man dann auch abarbeiten kann. Das hängt natürlich auch davon ab, welche Ressourcen man selbst zur Verfügung hat, sich auch einzuarbeiten, sich weiterzubilden. Ja. Bei uns im Team zum Beispiel an dieser Stelle sehr erwähnt, haben drei Personen einfach einschlägige Weiterbildungen zu dem Thema besucht, von einzelnen Webinaren über Seminare bis hin zu einem Zertifikatslehrgang im barrierefreien Webdesign. Das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich auch, und das ist die Frage, was davon im Know-how, wie man im Haus aufbauen und was kann man auch delegieren an externe, und solche Agenturen machen das sehr fundiert, das kann man sagen. Ich sage, wenn Sie da auch einen Tipp von uns wollen, schreiben Sie uns im Anschluss einfach an bildungsinfo@erwachsenenbildung.at und dann können wir da auch gerne noch weiterhelfen. An dieser Stelle bieten wir uns die Werbung sozusagen. Genau. Ja, das ist also ein weiterer Punkt, der hier dazu passt. Ja. Übrigens, weil wir vorhin in der Übergabe ein bisschen schnell waren, noch nur mal zu dieser Ansagenerhebung. Die meisten der Fragen, die sonst noch dort waren, die kommen jetzt noch in der weiteren Präsentation von Sabine. Deswegen habe ich auch die Folie jetzt weggeschalten. Wir schauen, dass wir auf alles eingehen, was da gekommen ist. Und darf ich bitten, Sabine, auch mit Blick auf die Uhr, wir gehen auf 4 Uhr zu. Dass wir ja, ein genau. Anschreiten. Und wir sind erst bei dem allgemeinen Teil. Das heißt, wir werden ein bisschen... wir haben genau. Schon viel geklärt, glaube ich auch. Ich glaube, ja, die ersten wichtigen Sachen und dieses Relevante und warum es notwendig ist, denke ich, kann schon ganz gut rüberkommen. Vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen, wir haben jetzt diese Barrierefreiheitserklärung, wir haben es jetzt schwarz auf weiß gehabt, warum es so dringlich ist, etwas zu tun und nicht nur die Notwendigkeit. Also diese Dringlichkeit hebt sich dadurch auch hervor. Und es gibt damit der Barrierefreiheit... Es gibt da mit der Barrierefreiheitserklärung, zeigt sich auch, es gibt da 2-3 Unterpunkte. Zum einen muss man definieren, ist es vereinbar,
mit der digitalen Barrierefreiheit? Und wenn nein, wieso nicht? Also was sind nicht barrierefreie Inhalte? Aber es gibt auch zwei Punkte, die einen vielleicht ein bisschen entspannend lassen. Und zwar, das ist das eine, die unverhältnismäßige Belastung. Was bedeutet, das können wir einfach nicht schaffen, weil es finanziell, organisatorisch beispielsweise nicht machbar ist. Und wenn man das Portal von erwachsenenbildung.at ist, bedeutet das, wir werden nie eine vollständige Barrierefreiheit vermutlich da herstellen können, weil wir Nachrichten einfach von seit 17 Jahren auf unser Portal stellen. Und da ist es vermutlich fast nicht möglich, eben das alles nachzubearbeiten. Also es wird hier auch immer wieder Lücken geben. Und genau. Wir laden Sie auch gerne, sich unsere Barrierefreiheitserklärung anzuschauen. Die ist jetzt auch im Chat gekommen von Bianca Fiesenbichler, danke. Wir haben einen Weg gewählt, eine sehr differenzierte Barrierefreiheitserklärung zu machen. Also da ist sehr genau nachlesbar, was unsere Website in Sachen Barrierefreiheit kann und was sie nicht kann. Das macht es gut nachvollziehbar und macht auch nachvollziehbar, welche Maßnahmen wir setzen. Ja. Da gibt es auch durchaus andere Wege. Also man kann es auch sozusagen viel, sagen wir mal, oberflächlicher lösen. Ja. Das ist nicht das Exempel, das auf alle Anwendungsfälle passt. Aber hier bei uns können Sie gut noch nachvollziehen, wo unsere Baustellen auch liegen, wenn wir das verbessern wollen. Ja. Und vielleicht ist das auch interessant für Sie. Ja. Und in welcher Phase des Implementierungsprozesses wir uns jetzt befinden, das ist bei der Fragestellung, was tun wir für die digitale Barrierefreiheit? Wir sind gerade dabei, eben Maßnahmen unterschiedliche umzusetzen. Und da möchte ich jetzt gleich überleiten. Es ist das eine, dieses große Projekt der digitalen Barrierefreiheit, die vor allem die Technik und Designinhalte betrifft, jetzt für das gesamte Portal erwachsenenbildung.at, aber wir haben die Möglichkeit gehabt, im Rahmen eines ESF-Projektes eben uns zu fokussieren, und zwar auf die Rubrik Bildungsinformation, und dort haben wir uns aber ausschließlich mit dem Thema Content beschäftigt. Das heißt, Design und Technik haben wir außen vor lassen, haben wir gesagt, das ist ein Riesenprojekt, wir wissen, da haben wir viel zu tun, aber was können wir als Redakteurinnen und Redakteure jetzt unmittelbar tun und wie können wir vielleicht diese Rubrik Bildungsinfo, wo Sie jetzt einen Screenshot sehen, mit einigen zusätzlichen Angeboten einfach verbessern für unsere Nutzer und Nutzerinnen. Hier haben wir auch nochmal einen Prozess gewählt oder einen Schritt gewählt. Und zwar haben wir gesagt, hier machen wir noch einmal einen Selbstcheck. Wir haben den nochmal optimiert für den Content, auch aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben für die große Überprüfung, haben dann die Maßnahmen definiert, wobei wir getrennt haben in Richtung redaktionelle Standards. Was sind Dinge, die wir unmittelbar im redaktionellen Alltag jetzt umsetzen können, die für uns die gesamte Rubrik Bildungsinfo gilt, und was sind vielleicht zielgruppenspezifische Angebote, die wir entwickeln wollen. Und wir kommen im nächsten Schritt eh noch ein bisschen darauf hin, wo ich auch die Unterschiede sehe in diesen Angeboten. Was haben wir anders gemacht vielleicht wie im großen Prozess, oder was haben wir für eine zusätzliche Möglichkeiten gehabt? Zum einen haben wir uns mit Experten und Expertinnen ausgetauscht, die sich schon lange mit der digitalen Barrierefreiheit beschäftigen, die sich mit Hürden und Barrieren an sich beschäftigen, die auf User und Userinnen zukommen. Und wir haben auch die Möglichkeit, uns mit einem Betroffenen auszutauschen. Also in dem Fall war es ein Herr aus der Erwachsenenbildung, der Screenreader nutzt. Und es war natürlich schon ein großes Aha-Erlebnis. Deshalb auch vorher meine Information zu, es macht einen Unterschied, ob eine Sehende einen Screenreader benutzt oder jemand, der davon wirklich abhängig ist. So, also es war ein Aha-Erlebnis und hat mir vor allem etwas geöffnet, wo ich mir gedacht habe, okay, so sieht er unsere Website. Also das war schon sehr speziell. Genau. Und im Maßnahmen umsetzen haben wir in dem Rahmen vom ESF-Projekt die Möglichkeit gehabt, eben für die Content-Entwicklung noch Expertinnen hinzuzuziehen. Was ist damit gemeint? Es war beispielsweise für ein Angebot zur leichten Sprache, haben wir, wie schon erwähnt, mit Capito zusammengearbeitet für die Erstellung von einem Gebärdensprachvideo,
haben wir selbstverständlich eine Gebärdensprachdolmetscherin gebraucht. Und auch diese Expertise, wie man ein Video in Gebärdensprache herstellt. Und auch hier haben wir uns eine zusätzliche Unterstützung geholt. Genau, wenn wir jetzt hinschauen, eben, ich habe schon erwähnt, es gibt eben diese redaktionellen Standards. Worüber ich vielleicht zu Beginn sprechen möchte und worum geht es dabei eigentlich oder wie könnte man die definieren? Für die redaktionellen Standards, das sind Dinge, die ich in meinem Redaktionsalltag einfach brauche oder auch umgehend umsetzen kann im Content, in der Content-Aufbereitung. Da geht es ums Thema Strukturierung, da geht es um die Darstellung, entsprechende Darstellung von Linktexten. Da geht es um die Bilder, zum einen, dass sie eben die entsprechende Kontraste aufweisen, zum anderen, dass es Alternativtexte gibt. Also Alternativtexte wären jetzt, dass eben Screenreader-Nutzerinnen und Nutzer, denen wird die Website vorgelesen, gibt es jetzt ein Bild, dann und es gibt einen Alternativtext dazu, wird jenen Nutzerinnen und Nutzern das entsprechend vorgelesen. Also bei Alternativtexten geht es darum, zu zeigen, was zu sehen ist und was sonst vielleicht jemand Nichtsehenden verborgen bleibt. Wir haben uns mit multimedialen Inhalten beschäftigt und mit den barrierefreien Dokumenten. Also das ist sicher etwas, das wir auch für die gesamte Website gut brauchen können und da entsprechend umsetzen. Und wir haben dahingehend auch eine entsprechende Handlungsanleitung also entwickelt. Für uns war dabei auch immer wichtig, dass sämtliche Redakteurinnen und Redakteure eben in diesem Prozess dabei sind. Da geht es auch um eine Sensibilisierung. Ich glaube, das ist auch vorher im Ansagarten gekommen. Wie kann man überzeugen? Ich glaube, man muss in zwei Richtungen wahrscheinlich überzeugen. Zum einen direkt im Team, mit denen man zusammenarbeitet, denen zu erklären, warum das wichtig ist, also hier zu sensibilisieren. Aber ich verstehe natürlich in die andere Richtung, wo es jetzt vielleicht um Vorgesetzte, um Auftraggeber und Auftraggeberinnen gibt, wo es auch ein großes Commitment braucht. Und das wir eigentlich in unseren Unternehmen sehr gut hergestellt haben. Sei es jetzt in einem Redaktionsteam, wo es sehr selbstverständlich jetzt aufgenommen worden ist und auch gut in den Alltag einfließt, in den Redaktionsalltag und natürlich in der Führungs- oder in der Leitungsebene sowieso als sehr relevantes Projekt unterstützt wird. Ich zeige Ihnen jetzt kurz, was ich das... Ich würde sagen, dass du ein paar Beispiele für uns mitgebracht, damit es ein bisschen anschaulich wird. Genau, worum geht es da jetzt? Ich habe jetzt eine Seite rausgegriffen von EBRD und wenn ich jetzt darüber geredet habe, dass die Strukturierung Südkund funktionieren, dann bedeutet das beispielsweise, dass ein Text so aufbereitet wird, dass man gut Überschriften setzt. Man darf nicht vergessen, mit Überschriften, Screenreader können Überschriften gut antappen, also man kann über Überschriften einfach gut navigieren, aber es ist natürlich auch für sämtliche User und Userinnen ganz relevant, dass diese Überschriften entsprechend ausgewiesen sind, auch die Unterschiede, was ist jetzt eine Hauptüberschrift, eine H1 sozusagen, was ist eine H2, da geht es um Überschriftenhierarchien, genau, also diese Ausweisung, das ist einmal relevant und das ist etwas, das wir gut in unseren Alltag reinbringen sollen oder das uns auch bewusst sein soll, denke ich mal einfach, dass das schon eine Maßnahme zur digitalen Barrierefreiheit ist. Etwas anderes ist natürlich auch, sind auch Listenelemente, das heißt, das unterstützt selbstverständlich auch einfach die Lesbarkeit von Texten. Und vielleicht kann ich hier auch kurz erwähnen, ich denke mal, was da ganz wichtig ist oder auch hilfreich ist und was uns auch unsere Webagentur eigentlich seit Jahren immer wieder predigt, ist, mal bitte verwendet es durch die vorhandenen Formatvorlagen oder die Strukturen, die vorhanden sind. Und genau das ist etwas, glaube ich, was man als Tipp durchaus weitergeben kann. Formatvorlagen sind sehr hilfreich,
und an die sollte man sich halten, auch wenn man selber so das Gefühl hat, man würde es gern ein bisschen anders strukturieren und könnte es anders nicht ein bisschen besser aussehen. Also für die Userin oder für den User ist es meistens sehr hilfreich und so, sowieso für sämtliche Technologien, wenn man sich an diese Formatvorlagen hält. Genau. Ja, also, Links waren auch ein Thema, gell? Bei genau, die Links waren ein Thema. Da geht es darum, dass man jetzt beispielsweise die Links nicht nur den reinen Link hinstellt und auch nicht schreibt hier, sondern dass man versucht, eben eine eindeutige Bezeichnung, eine sprechende Bezeichnung dafür finden kann. Genau. Dann springe ich vielleicht gleich zum nächsten Thema. Und da sieht man schon, das sind oft so Kleinigkeiten, die man gut leisten kann, die aber jedenfalls in den Redaktionsalltag einfach reinkommen müssen, um das zu standardisieren. Hier sehen Sie ein Bild von uns. Da geht es jetzt um das Thema Bilder und Alternativtexte. Kurz habe ich es eh erwähnt. Ein Alternativtext taucht eben auf für Screenreader-Nutzer oder Nutzerinnen, aber auch für all jene. Wenn ein Bild nicht angezeigt wird vom Browser, taucht der Alternativtext auf und hilft jenen, die dieses Bild nicht sehen können, zu wissen, was ihnen da jetzt an visuellen Input entgeht. Genau. Und Alternativtext soll wirklich nur zeigen, was auf dem Bild ist. Er soll kurz, prägnant sein, kurze Inhalt des Bildes zeigen, objektiv formuliert sein, nur eine kurze Phrase. Es soll auch nicht die Bildbeschreibung irgendwie noch einmal wiederholt werden. Also diese Wiederholung ist auch kein Thema. Es geht damit, und es soll auch keine Informationen drinnen sein, die vielleicht für Sehende dann nicht sichtbar sind. Also was ich glaube, ja, einen wichtigen Hinweis finde. Also bin ich auf dem so eine sehr präzise Anleitung gegeben hast, wie man so einen Alternativtext schreibt, würde ich jetzt gerne mal unser Publikum einladen, im Chat zu schreiben, was wäre denn Ihr Alternativtext für diese Abbildung hier? Was fällt Ihnen dazu ein? Wie würden Sie das beschreiben? Deko ist ein Vorschlag, also Beschreibung, ganz allgemein, Wanduhr. Mhm. Wir zeigen Ihnen dann natürlich auch, welchen Alternativtext wir da geschrieben haben. Runde Wanduhr zeigt Uhrzeit 12.08 Uhr, oh, sehr präzise. Weiße Uhr auf Wand. Eine Uhr, 9 nach 10. Mhm. Sieht man schon, die Uhr wird unterschiedlich gelesen. Wir haben 8 und 9 nach 10. Ausbildung und Prüfung dauern nur ein paar Minuten. Aha, da ist jetzt jemand sozusagen eher inhaltlich in der Bedeutung hineingegangen. Ja. Mhm. Abgebildet ist eine Uhr vor weiß im Hintergrund mit weißem Ziffernblatt und schwarzem Rand. Die Uhrzeit ist 12.08 Uhr. Das ist sehr präzise, wie auch wiedergegeben. Sehr gut. So, ich hatte kurz ein technisches Problem. Bin ich wieder zu hören? Ja, du bist gut zu hören. Gut zu hören. Okay, alles klar. Gut. Na, dann lösen wir es mal auf, Sabine, oder? Also wir haben uns entschieden für eine große Uhr hängt an einer Wand. Aber an der Vielzahl von den Worten, also Meldungen im Chat, sieht man schon, wie breit das auseinandergehen kann. Und es gibt wahrscheinlich nicht ganz die richtige Lösung. Es ist abhängig von der Redakteurin oder dem Redakteur, was damit auch gemeint ist und möglicherweise reicht. Wir haben jetzt gewählt, eine große Uhr hängt an einer Wand. Möglicherweise kann man Wanduhr genauso als ausreichenden Alternativtext verwenden. Mhm. Auf jeden Fall. Weil hier die Nachfrage kommt, zum Beispiel müsste man nicht auch den Sekundenzeiger beschreiben. Hier ist natürlich für uns, das ist ein Symbolbild. Ja? Das ist kein Bild, das sozusagen eine Aussage an sich darstellt, sondern diese Überschrift, wie lange dauert die Berufsreife,
und wo lernt man für die Prüfungen ein Stück weit unterstützt. Ja. Das heißt, die Uhrzeit ist keine relevante Botschaft, deswegen auch für den Alternativtext nicht relevant, sondern es geht nur darum, dass es hier um eine Dauer geht und die Uhr sozusagen ist das Bild dafür. Man kann diese Bildauswahl auch diskutieren, wenn man möchte, ja, aber das ist sozusagen, deswegen auch haben wir uns für eine recht allgemeine Beschreibung des Bildes hier auch entschieden. Genau. Gut. Vielleicht zum Sekundenzeiger noch, würde jetzt ein Text drinnen stehen, dann ist es immer so, dass man den Text auf jeden Fall auch in den Alternativtext reinnehmen soll. So wie bei meiner Anfangsfolie, wo drauf gestanden ist, we are open, welcome, we are open, oder come in, we are open, so, das sollte auf alle Fälle in den Alternativtext mit aufgenommen werden. Ein anderes Thema der redaktionellen Standards sind auch die barrierefreien Dokumente. Da würde ich jetzt aber gar nicht gern, also da würde ich jetzt nicht zu tief reingehen, nur so viel barrierefreie Dokumente, also oder PDFs. Es ist so, dass eine PDF eine Hürde ist. Also das ist, sollte uns allen bewusst sein. Es ist eine zusätzliche Hürde für alle Nutzer und Nutzerinnen. Es gibt dafür einen Qualitätsstandard, den PDF-UA-Standard, der gültig ist, um auch das PDF entsprechend hinsichtlich der Richtlinien zu kontrollieren, zu überprüfen. Und es gibt auch ein kostenloses Prüftool, das ist der BAC 2021, wenn sich jemand damit näher beschäftigen möchte. Genau, grundsätzlich gilt das auch bei Dokumenten, sollte man ähnlich denken, wie die WCAG-Richtlinien auch für Webseiten sind. Genau, und sich an Formatvorlagen halten, unter anderem. Dann im nächsten Schritt möchte man nämlich nochmal genauer mit Ihnen anschauen, unsere zielgruppenspezifischen Angebote, die wir gemeinsam gemacht haben, während die redaktionellen Standards tatsächlich so sind, dass sie bei uns schon täglich in unserem Redaktionsalltag eingesetzt werden und wirklich alle gut daran denken, was hier wichtig sind, gibt es auch zielgruppenspezifische Angebote. Dabei geht es uns darum, dass wir eine Botschaft haben von der Bildungsinformation, die wir gerne an alle mitgeben möchten. Und diese Botschaft lautet, Weiterbildung ist eine Chance. Und deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, zwei weitere Angebote zu setzen und uns mit den Themen Sprache und zu beschäftigen und der visuellen und multimedialen Zusatzangeboten. Genau, auch da gibt es wieder Anschauungsmaterial. Genau, also bei der Sprache, die Sprache ist ja auf einem Portal durchaus sehr relevant, auf einem Informationsportal. Bei uns ist es so, dass die Bildungsinformation, dieser Content, der zu finden ist, eine sehr breite Öffentlichkeit trifft. Also Bildungsinteressierte sind ja eine sehr heterogene Gruppe, die man schwer zusammenfassen könnte, was sie brauchen. Generell ist es so, dass wir uns jetzt verständigt haben, dass es für das gesamte Portal, und das war eigentlich, ist einfach eine Grundlage der Redaktion schon seit vielen Jahren, das ist, wir kommunizieren in verständlicher Sprache. Das heißt, wir versuchen unter anderem keine Fremdworte zu verwenden, keine Abkürzungen, die nicht schon genannt wurden. Genau, das ist so dieses Basis, mit der arbeiten wir jetzt auf dem gesamten Portal, das von uns befüllt wird, also von Content-Seite. Für uns gibt es jetzt aber noch zwei weitere Ebenen. Das eine ist eben die einfache Sprache und die leichte Sprache. Und das wird ja sehr oft vermischt. Also einfache Sprache, leichte Sprache, verständliche Sprache, das wird oft miteinander in Einklang gebracht. In Wirklichkeit tatsächlich ist es so, dass die leichte Sprache, fange ich vielleicht ganz oben an, jetzt für eine kleinere Zielgruppe gedacht ist. Und dabei geht es wirklich, leichte Sprache folgt ganz genauen Regeln, was jetzt die Satzstruktur, die Grammatik etc. angeht, und wurde entwickelt für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen beispielsweise. Genau. Also während wir haben verständliche Sprache, wir haben einfache Sprache, wo wir versuchen, noch ein bisschen besser darauf hinzuschauen, die Sätze möglichst präzise
zu formulieren. Und wir haben die leichte Sprache, wo wir wissen, das ist für jetzt für ein spezielles Zielpublikum. Die Bianca hat sich da auch eingehend damit befasst. Auch für die einfache Sprache haben wir eben versucht, ein Modell für uns zu entwickeln. Wie können wir das auf der Bildungsinformation auf der Seite gut umsetzen? Hat da beispielsweise mit Tools gearbeitet wie Wortliga. Das, was, glaube ich, einfach einen großen Mehrwert gebracht hat, insofern, dass unsere User und Userinnen das besser nachvollziehen können oder auch die Inhalte besser kommunizieren können. Für die leichte Sprache haben wir uns Unterstützung geholt von Capito und die haben uns diesen Text, worum es, in dem es geht, um Weiterbildung ist eine Möglichkeit und Weiterbildung steht allen Erwachsenen zur Verfügung und es gibt Bildungsberatung. Dieser Text ist tatsächlich übersetzt worden, kann man das so sagen. Also das ist auch eine TÜV-geprüfte Anwendung von Seiten Capito und die haben unterschiedliche Sprachstufen, wie sie leichte Sprache oder dann einfache Sprache auch einteilen. Unser Text ist jetzt übersetzt worden eben auf leichter Lesen A2. So leichter Lesen A1 wird es auch noch geben, aber das war einfach auch die Möglichkeit, die wir gefunden haben. Das heißt, Ziel ist es, einfach von diesem Zusatzangebot diese Message an möglichst viele Menschen weiterzugeben oder zugänglich zu machen. Genau, der Link also zu dieser Seite, die du gerade als Screenshot geteilt hast, ist auch übrigens im Chat gekommen. An dieser Stelle nur ein Hinweis, wir teilen sehr viele Links, möchten Sie da teilhaben lassen an nützlichen Informationen. Wir werden diese ganze Linksammlung dann auch beim Video, bei der Aufzeichnung, die wir nachher online stellen in unserem Nachbericht, gerne noch mit dazugehen. Dann können Sie es auch dort nochmal nachschauen, wenn Sie da was suchen sollten, als kleines Service mit dazu. Ja, und das Zweite, genau, sozusagen, was wir noch zielgruppenspezifisch gemacht haben, Sabine, war ja ein Video in Gebärdensprache. Genau, Gebärdensprachvideo. Da war es auch unser Anliegen, eben gehörlose Mitmenschen zu informieren, dass es eben Aus- und Weiterbildungsmöglichkeit und auch Bildungsberatung in Österreich gibt und in dem Fall auch spezielle Angebote für gehörlose Menschen. Da haben wir zusammengearbeitet mit der Dolmetschagentur in Wien, mit Duoo. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und ich muss sagen, es war schon eine große Freude, wie wir diese beiden Buttons, die wir hier ganz oben sehen im Header von erwachsenenbildung.at einbetten durften. Das war eben zum einen leichte Sprache, leichter Lesen und zum anderen eben auch das Icon für Inhalte in Gebärdensprache. Genau, also gerade das Gebärdensprachvideo hat uns selbstverständlich auch vor einige Herausforderungen gestellt, schon alleine im Nachhinein, wie das Video dann produziert war, zu überprüfen, ob auch unsere Untertitel da dazu passen, weil darum wir das eigentlich, wo uns gehörlose Menschen vielleicht nicht verstehen und ihre eigene Sprache haben mit der ÖGS, mit der österreichischen Gebärdensprache, geht es umgekehrt genauso, dass wir natürlich leider, oder ich zumindest, die Kompetenz nicht habe, ÖGS zu verstehen, die österreichische Gebärdensprache. Darf ich zu diesem Video vielleicht noch ein paar Erfahrungen ergänzen? Also das Video, das hat uns tatsächlich etliche Monate beschäftigt, weil es ganz, ganz schwierig war, aus dieser gehörlosen Community jemanden zu erreichen, also da gut in Kontakt zu kommen. Und Expertinnen haben uns empfohlen, das Video jetzt nicht also es gibt Dolmetscherinnen und Dolmetscher für Gebärdensprache, aber uns wurde empfohlen, das Video nicht von einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher übersetzen zu lassen. Da wäre nämlich die Zusammenarbeit leichter gewesen, natürlich mit hörenden Menschen, wo man einfach anders kommunizieren kann. Sondern uns wurde empfohlen, explizit eine gehörlose Person um die Übersetzung zu bitten, weil eben Gebärdensprache die Erstsprache von gehörlosen Personen ist und eine Übersetzung in eine Erstsprache einfach immer authentischer ist und besser und einfacher zu verstehen als eine Übersetzung von jemandem, der oder die Gebärdensprache dann einfach im Rahmen eines Studiums erlernt hat oder vielleicht auch schon früher. Und wir haben da ganz, ganz lange recherchiert und sind dann schließlich, und da waren wir dann sehr dankbar dafür, auf Duoo eben gestoßen, also auf diese Firma, die eben
Videoübersetzungen anbieten. Also das sind wirklich vier gehörlose Personen, die sich da zusammengeschlossen haben und auch also auch sehr professionell einfach Videos bieten können. Und das war dann tatsächlich so, also wir haben ein Video eingesprochen, uns dabei auch gefilmt und die Untertitel eingeblendet, haben dann dieses Rohvideo an Duo geschickt, die haben die Übersetzung angefertigt und wir haben dann die Gebärden über unser Video drüber gelegt und eben auch noch die Links und Texte und so weiter, die da eingeblendet werden. Und hatten dann auch noch ein paar Kontrollschleifen natürlich, damit das alles gut zusammenpasst. Also das ist schon, wenn man nämlich da auch beim Kostenpunkt sind, da geht auch wirklich ganz viel Anstrengung und Arbeitsleistung mit hinein. Also das ist schon ein Aufwand, sowas zu produzieren. Aber es dient einfach einer Gruppe von Menschen, die eben aufgrund ihrer Beeinträchtigung sonst einfach sehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt sind. Und deshalb war es uns ein Anliegen, da explizit für die was zu machen oder einfach was anzubieten, zumindest einen Überblick über Bildungsinformationen, über Erwachsenenbildung. Genau. Und da möchte ich vielleicht auch noch erwähnen, bezüglich Kostenintensiv, es ist auch so, dass zum Beispiel der Anspruch auf ein Gebärdensprachvideo oder auch leichter Lesentext nicht explizit in den WCAG-Kriterien von A oder Doppel-A gefordert wird. Das ist in dem Triple-A drinnen und wo wir aber für uns entschieden haben, das ESF-Projekt ist jetzt eine gute Möglichkeit, uns dahingehend zu entwickeln und dahingehend noch zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen. Genau. Den nächsten Inhalt, den wir noch zeigen möchten, das ist vielleicht auch etwas, also das ist etwas, das auch im Rahmen vom ESF-Projekt entstanden ist. Das ist ein Anleitungsvideo zu unserem Beratungswegweiser, zu einer Datenbank, wo es Möglichkeit gibt, Beratungen individuell in der Nähe zu finden. Und gerade Datenbanken sind oft sehr schwierig vielleicht zu lesen oder zu bedienen für Menschen. Und hier haben wir gesagt, wäre es uns auch ein Anliegen, das einfach besser aufzubereiten und haben dahingehend eben den Beratungswegweiser für Bildung und Beruf in einer Kurzanleitung erklärt. Vielleicht hier sieht man auch noch dazu, die multimedialen Themen haben wir jetzt nicht so konkret besprochen, aber was wesentlich ist bei Videos, sind eben, was wir glaube ich vorher auch im Chat schon gehört haben, eben diese Untertitel. Und bei YouTube gibt es die Möglichkeit, dass ich diese Untertitel auch selber bearbeite und dass jede Userin und jeder User die Möglichkeit hat, diese ein- und auszuschalten. Genau. Also einfach auch dieses Zwei-Sinne-Prinzip immer zu bedenken. Wenn es in dem Fall kann es hören und zusätzlich nur lesen. Genau. Wilfried, man hört dich nicht. Jetzt habe ich versehentlich Ausschalt eingeschaltet. Vielen Dank für die Rückmeldung. Danke, Sabine. Mit Blick auf die Uhr, denke ich, wir müssen schon langsam ans Abrunden denken. Ich lade Sie alle ein, sozusagen gerne nochmal Ihre Kameras zu aktivieren und Ihren Ton auch zu aktivieren, dass wir nochmal sehen, wer alles da ist. Wir haben versucht, sozusagen einen großen Bogen zu spannen von den sehr allgemeinen WCAG-Kriterien, die Anforderungen bedeuten zu den Beispielen, die wir haben hier für das, was wir getan haben, um das auch anschaulich für Sie zu machen und auch da Einsicht zu geben, auf welche Probleme wir gestoßen sind. Ich möchte nur ein Problem eigentlich ergänzen, weil das auch sehr gut beim Gebärdensprachvideo dazu passt. Wir haben gesehen, wenn man sich mit Barrierefreiheit beschäftigt, dann schaut man sehr schnell halt auf das Medium an sich. Ja? Also die Webseite, ist die gut bedienbar, ist die sozusagen auch, wenn man eine Sinnesbarriere hat, wahrnehmbar, gibt es eine Alternative und so weiter. Aber gerade beim Gebärdensprachvideo zum Beispiel haben wir gesehen, was ist denn, wenn wir hier eine Barriere senken, was ist denn dahinter? Gibt es dahinter auch ein barrierefreies Angebot für Menschen, die eine bestimmte Beeinträchtigung erleben? Wenn man schaut, was gibt es für ein Weiterbildungsangebot in Gebärde oder wo wird übersetzt und so weiter, dann denkt man sich, na viel gibt es nicht, wo man dahin vermitteln kann. Das ist eigentlich eher das ein bisschen so etwas wie eine eigene Kultur, die hat die Einrichtungen hier bieten, die sich mit diesen Menschen mit so einer Beeinträchtigung beschäftigen auch. Aber sozusagen in der Breite, die Inklusion ist ja auch nicht immer gegeben. Also
für mich war ein großes Learning sozusagen aus diesem bisherigen Prozess, war einfach auch, die Barrieren enden nicht bei der Technik, sondern manchmal, wenn man die Technik versucht zu nutzen, um eine Barriere zu senken, kommt man auf Barrieren dahinter erst sichtbar drauf. Ja? Und insofern bildungspolitische Bedarfe, die man dann eigentlich benennen kann, Bildungsbedarfe, Angebotsbedarfe, Lücken, die sichtbar werden, wenn man versucht, die Barrieren auf der Medienseite zu senken. Und da ist man dann halt manchmal auch schnell am Ende. Ja. Wir haben noch kurz Zeit, um noch auf Fragen einzugehen, die Sie noch stellen. Sie können jetzt auch gerne noch Ihr Mikro laut schalten. Bitte einfach um eine Wortmeldung. Sie finden da im Zoom rechts unten Reaktionen, diesen Button, und da gibt es auch diese Funktion Handheben. Wir können noch 3 Minuten uns Zeit nehmen, um noch kurz auf Fragen einzugehen, die jetzt noch da sind. Schauen wir mal, ob da noch was ist, was Sie beschäftigt. Oder auch gerne im Chat natürlich, ja. Vielleicht nur ganz kurz, also ich finde es total mutig, das anzugehen, weil man hat so den Eindruck, das ist so ein Berg. Also wenn ich jetzt nur an unsere Webseiten denke, da wäre so viel zu tun. Das ist wie wenn man auf einem Foto möglichst die Diversität abbilden möchte und im Endeffekt nimmt man kein Foto, sondern nimmt eine Grafik. Mhm. Ja, genau. Ich sehe gerade die Wortmeldung, ich fühle mich da auch gerade so ein bisschen. Also wie gesagt, also ich denke mal, es ist mutig, dass man trotzdem das angeht und finde es total spannend und super. Also Gratulation. Ich glaube, jeder Schritt, den man tut, ist gut. Ja. Deswegen habe ich Sie auf hingewiesen auf unsere Barrierefreiheitserklärung. Man könnte sagen, das ist eine Defiziterklärung, wenn man die genau anschaut. Was alles kann, das ist dieses Ding nicht. Ja. Wo sind da Barrieren gegeben? Aber man muss ja verschrittweise auch nähern. Ja. Das ist für uns, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis aus diesem Prozess. Man muss einfach anfangen und mal tun. Und es gibt eine Reihe von Dingen, die sind gar nicht so schwierig. Also wie man Text gestaltet, wie man schreibt, wie man Text gliedert, das ist gar nicht so aufwendig und da ist schon viel geschafft, weil zum Beispiel dann eben ein Screenreader das gut vorlesen kann. Ja, das sind schon solche Dinge, die wirken. Ja, genau. Sabine, magst du noch so ein abschließendes Statement vielleicht noch geben? Ja, gerne. Vielleicht einen Link würde ich noch gerne weitergeben, weil das überraschenderweise jetzt in unserer Diskussion gar nicht aufgekommen ist und ich mir gedacht habe, okay, das kommt eh auf jeden Fall einmal, dass ich das weitergeben kann. Und zwar die FFG ist in Österreich wichtige Instanz, was die digitale Barrierefreiheit angeht. Und die haben auch total viele Hilfestellungen oben. Also da gibt es eine Checkliste für die Webredaktion, zu sehen, was kann ich eigentlich in meinem Alltag jetzt tun. Es gibt Prüftools, die sie anbieten. Das ist auf jeden Fall sind wichtige Ansprechpartner für das Thema der digitalen Barrierefreiheit. Und abschließend möchte ich ja sagen, vielleicht hat man so das Gefühl, die Barrierefreiheit erschlägt einen und es ist da so viel zu tun. Aber so wie der Wilfried schon gesagt hat, jeder kleine Schritt ist eigentlich ein Mehrwert für unsere User und Userinnen. Und die Barrierefreiheit ist, also das habe ich auch aus dem Prozess irgendwie gemerkt, das ist keine Hürde, sondern sie bietet eine Möglichkeit. Und sie bietet die Möglichkeit, eben möglichst vielen Menschen uns den Zugang zu unseren Inhalten zu geben. Und das ist eine Bewusstmachung. Und um dieses Bewusstmachen, glaube ich, geht es im ersten Schritt, dass einem einfach bewusst wird, wie kompliziert vielleicht der digitale Zugang für manche Menschen ist und wie leicht ich das mit unterschiedlichen Eingriffen machen kann oder wie sehr ich es erleichtern kann. Genau. Genau, danke Sabine. Im Chat geht es jetzt plötzlich nochmal los, also kurz vor Ende. Da ist noch die Frage aufgedacht, wie wir es mit dem Gendern handhaben. Es ist, glaube ich, im Chat auch schon beantwortet worden, aber auf jeden Fall kann man sagen, es gibt keine perfekte Lösung dafür. Es ist eine Entscheidung, die man treffen muss und wir haben uns entschieden, Barrierefreiheit und Gendern nicht gegeneinander auszuspielen, sondern einfach zu gendern und zu akzeptieren, dass wir da vielleicht ein bisschen bei einer Vorlesetechnologie eine zusätzliche Hürde drin haben. Das war uns einfach wichtig. Es gibt keine optimale Lösung dafür. So einfach ist es sozusagen auch. Genau, ja. Die Kollegin Birgit Aschermann hat sich im Chat noch zu Wort gemeldet, nochmal geschrieben, was ich auch früher schon erwähnt hatte. Sie hat auch Erfahrung im Aufbau eines Portals von Anfang an barrierefrei und das macht vieles leichter, wenn man nicht nur am Überarbeiten ist sozusagen, sondern man von Anfang an lernt, wie man es richtig macht und die Standards umsetzen kann. Und das ist sicher eine große Hilfe und das ist auch ermutigend für alle, die was Neues anfangen. Ja.
Ich hoffe, es war was für Sie dabei. Es gab einen Post jetzt noch im Chat. Es braucht mehr Zeit und Überforderung ein bisschen. Da ist jetzt viel drin gewesen, in dem, was wir gebracht haben. Das ist uns klar. Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, ein Stück weit die Brücke von den Kriterien zur Anwendung und zur Anschaulichkeit auch zu schlagen und Sie damit auch ein Stück weit zu motivieren und anzuregen. Wir wissen, es braucht Zeit, es braucht Ressourcen. Diese Illusion wollten wir Ihnen auch, oder haben Ihnen vermutlich auch geraubt, wenn die bestanden haben sollte. Wir haben auch gelernt, wir haben auch gedacht, fangen wir mal an und machen ein paar Dinge und dann schauen wir, wo wir landen. Und letztens haben wir ein größeres Projekt daraus gemacht. Und bis wir dort landen, wo wir jetzt unsere Ziele gesetzt haben, wird das in Summe wahrscheinlich ein Prozess von 2,5 Jahren gewesen sein. Dazu muss man sagen, wir haben eine große Webseite mit vielen Inhalten, mit vielen Formaten, mit vielen Themen. Das ist natürlich auch etwas anders, als wenn man eine überschaubare Webseite zu bedienen hat. Die Aufzeichnung wird im Anschluss verfügbar sein in ein paar Tagen. Wenn Sie unseren Newsletter abonniert haben, kriegen Sie das auch mit, sonst lade ich Sie herzlich dazu ein, das auch zu tun. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung wünschen, dann schreiben Sie uns einfach ganz schnell in den Chat, noch bevor Sie den Raum verlassen, dass dem so ist. Dann haben wir das im Chat sozusagen drinnen und wissen, dass wir Ihnen eine Bestätigung schicken sollen. Wir laden Sie auch ein, gern an unserer Evaluation teilzunehmen. Wir haben einen kurzen Online-Fragebogen. Lassen Sie gerne Ihre Rückmeldung dazu da, wie das für Sie war heute. Wir versuchen daraus zu lernen und das auch mitzunehmen. Das ist ganz fein für uns und unterstützt auch unsere Arbeit, wenn Sie auch ein lobendes Wort da sagen, aber auch wenn Sie eine Kritik da lassen. Alles ist gern auch gesehen. In diesem Sinne sage ich nochmal danke meine Kolleginnen. Danke Sabine für deine sehr umfangreichen, detaillierten Ausführungen, die du uns gegeben hast und den Einblick in diesen Prozess und das, was wir dabei herausgefunden haben. Danke an die Kolleginnen auch, die ein bisschen im Hintergrund waren, Bianca und Karin Kulmer, die uns unterstützt haben und Ihnen allen danke fürs Interesse, fürs Mitmachen und ja, wenn Sie ein Projekt vorhaben in Sachen Barrierefreiheit, dann einfach gutes Gelingen und einen schönen Abend Ihnen allen noch. Thank you.